Verbringen wir einen Tag im Phantasialand. Das ist unser Zimmer, klein, aber fein. Und vor unserem Fenster fährt einfach eine Achterbahn. Wie krass ist das? Wir hatten richtig Glück mit dem Wetter und sind erstmal so ein bisschen rumspaziert und haben so ein cooles Wasserschiff gefunden. Und ich glaube, mit diesen Dingern könnte man normalerweise andere Leute abspritzen, aber es war leider außer Betrieb. Aber egal, wir hatten trotzdem eine richtig schöne Aussicht. Und oh mein Gott, wir haben einfach Babyenten gesehen. Ich finde, solche Bahnen machen richtig hungrig. Deswegen haben wir erstmal ein gutes Mittagessen gesucht. Unser ganz Pizza. Ich finde, Essen in Freizeitparks ist irgendwie ekelhaft und lecker gleichzeitig. Wisst ihr, was ich meine? Mit der neuen Energie hatten wir richtig Bock auf eine Achterbahn und sind hinspaziert. Mit dieser Wasserbahn sind wir übrigens gestern gefahren. Und wurden richtig nass. Ich habe übrigens versucht, Isabel ein Haxerl zu stellen, aber irgendwie kann ich das nicht. Und das ist die Achterbahn. Ich glaube, die heißt Taron und ist die schnellste dort. Oder sogar die schnellste in ganz Europa. Auf jeden Fall ist sie sehr schnell. Wir sind dort über eine halbe Stunde angestanden und ich muss sagen, es war wild. Davon mussten wir uns dann erstmal ein bisschen erholen und haben uns wieder was zum Essen geholt, und zwar Churros. Habe ich wirklich schon ewig nicht mehr gegessen. Oder habe ich die überhaupt schon mal gegessen? Jedenfalls waren sie sehr lecker. Und dann ging es in so eine Familienachterbahn. Wir waren in der ersten Reihe und ich dachte, es wird irgendwie entspannt, aber es war irgendwie doch ganz schön wild. Als kleine Pause haben wir uns dann eine Jump-Show angeschaut. Da haben sie solche Tricks gemacht und ich hatte die ganze Zeit Schiss, dass sie sich verletzen. Ach man, Leute, wieso wohne ich so weit von Isabel entfernt? Waren schon ein bisschen schlechter vor den Achterbahnen, sind wir dann in eine Geisterbahn gegangen. Die war zum Glück nicht ganz so gruselig, bis auf diesen Typen hier, ja. Zum Abschluss sind wir noch mit dieser riesigen Wasserbahn, Wasser-Rafting-Ding gefahren. Die Leute, die wir beobachtet haben, haben alle ziemlich nass ausgesehen und dieses Schild hier war auch nicht vielversprechend. Hier sind die letzten trockenen Momente von mir, bevor das hier passiert ist. Ihr solltet mal mein Popo sehen. Das war ein echt witziger und schöner Tag.